Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge hier von den Machine Learning News. Kann man so eigentlich heute nicht wirklich nennen. Ich möchte euch einen Rundumschlag geben und zwar, was alles bei künstlichen Intelligenzen gegen Corona überhaupt zum Einsatz kommt. Und ja, ich habe hier so unfassbar viel gefunden, da kann ich euch gar nicht alles im Detail vorstellen. Im Gegenteil, ich kann euch die Sachen nur sehr, sehr oberflächlich vorstellen. Ihr könnt euch dann allerdings gerne selbst einlesen, die Quellen habe ich alle verlinkt. Und es sind viele geworden. Und ja, vielleicht inspiriert euch ja das ein oder andere dazu, selbst aktiv zu werden, selbst vielleicht an manchen Projekten mitzuwirken oder selbst vielleicht euch in künstlicher Intelligenz nochmal fortzubilden, weil ihr seht, Mensch, diese Möglichkeiten sind einfach auch wirklich, wirklich geil. Und ja, lasst uns da direkt anfangen. Bevor wir allerdings hier direkt mit den ganzen Lösungen anfangen, beziehungsweise erstmal mit dem Problem, wollen wir uns ganz kurz GetInIT angucken, die auch wieder diese Folge hier unterstützt haben. Bei GetInIT könnt ihr einen Job in der Informatik finden, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem seid. Wir haben da schon unser Profil eingerichtet, Link ist natürlich in der Beschreibung und ja, dort könnt ihr tatsächlich sehr, sehr gut euer Profil einrichten, eure Kenntnisse zur Schau bringen und natürlich alles, was ihr auf meinem Kanal gelernt habt, gerne dort eintragen und dann wird euer Profil einfach so riesig sein, dass ihr da ohne Probleme nicht sogar einen Job anfragen müsst, sondern ihr bekommt dann die Jobanfragen von Firmen wie hier rechts aufgelistet, also BASF oder eben weitere Firmen, die gerade in eurem Bereich suchen und die kommen dann auf euch zu und bieten euch einen Job an. Also schaut da gerne vorbei, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Gut, jetzt wollen wir aber direkt anfangen und zwar mit den Anwendungen. Warum brauchen wir eigentlich KI für Corona? Warum gerade KI? Naja, es gibt KI-Experten und die sind vielleicht nicht unbedingt in der Lage, sowas zu tun, was Ärzte momentan leisten und versuchen trotzdem irgendwie dieser ganzen Lage hier auszuhelfen. Und ich habe hier mal einige, und das sind noch nicht mal alle, einige Anwendungen aufgeschrieben, wo KI wirklich helfen kann. Und zwar, wenn wir ein Heilmittel finden wollen, ist KI super geil. Aber auch die anderen Punkte sind sehr, sehr wichtig. Auf die kommen wir gleich nochmal. Allerdings will ich auch ganz kurz hier ein an den Medien auslassen, ja, denn die benutzen ganz gerne AI einfach nur als furchtbares Buzzword. Eine künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, also AI auf Englisch, ja, ist definitiv ein neuronales Netz. Deep Learning sind neuronale Netze, Support Vector Machines, solche Verfahren, das sind AIs oder zu Deutsch KIs. Das sind also lernende Verfahren. Das heißt, die bekommen einen ganzen Haufen Daten, fressen den auf und produzieren dann möglichst ähnliche Daten bzw. versuchen, diese Daten irgendwie sinnvoll zu ergänzen. Also zum Beispiel, sie sagen die Kurven von dem Stock Market, also von der Börse vorher. Sie sagen die Kurse von zum Beispiel auch Kryptowährungen vorher. Oder sie erkennen Bilder, sie sehen, dass da ein Hund oder eine Katze drauf ist. Das sind KIs. Was eigentlich nicht zu AI bzw. KI gehört, ist Algorithmik, also reine Algorithmen. Ja, wenn ich jetzt einen deterministischen Algorithmus schreibe, der zum Beispiel eine Liste sortiert, dann ist das keine KI. Wenn ich einfach nur Statistik oder Mathematik mache, dann ist das definitiv keine KI. Wenn ich Simulation betreibe, sind das eigentlich auch keine KIs. Ja? Das sind einfach nur Algorithmen, die irgendetwas tun. Klar, neuronale Netze sind in erster Linie auch erstmal Algorithmen, das ist korrekt, aber sie sind sehr spezielle Algorithmen und deswegen bezeichnet man AI eigentlich als so etwas. Und ja, kleine Beispiele hier, die ich gefunden habe, eben ein Artikel, How Baidu is bringing AI to fight against coronavirus, also zu Deutsch, wie Baidu KIs benutzt, um gegen Corona zu kämpfen. Und dann steht in dem Paper tatsächlich drin, es ist ein O von N3, ich nehme an, dass sie O von N hoch 3, das ist tatsächlich einfach nur zitiert, Algorithmus dynamischer, also Dynamic Programming Algorithmus für RNA Folding. Das heißt, es ist einfach ein fester Algorithmus, da ist nichts gelernt, das ist einfach ein Ding, das macht das halt, ja, das ist programmiert und das lernt nicht irgendwas. Auch hier wieder, dass irgendjemand AI verwenden möchte, um Textanalyse zu betreiben. Gut, das ist AI, ja, das ist nicht der Punkt, der mich stört, aber AI to mine, also quasi AI, um Text Papers zu lesen und zu verstehen, welche gut sind und welche nicht so gut sind, das ist jetzt nicht unbedingt AI gegen Corona. Ja, das ist vielleicht ein bisschen was anderes. Aber nun gut, lasst uns definitiv hier jetzt mal reingucken und zwar in diese ganzen Anwendungen. Wir fangen an mit dem Heilmittel und dem Impfstoff.
Hier ist tatsächlich schon einiges im Gange. Und klar, das ist natürlich das, was man sofort haben möchte. Ein Heilmittel ist das A und O jetzt bei dieser ganzen Situation. Und hier ist es so, dass man versucht, Proteinstrukturen vorherzusagen. Und ja, ich habe gerade zitiert, dass manche einfach nur einen Algorithmus schreiben, um RNA-Strukturen vorherzusagen. Das sind quasi Proteinstrukturen. Aber tatsächlich versucht auch Google aktuell mit Alpha, also mit einer Variante von Alpha, die Proteinstrukturen von Corona ein bisschen vorherzusagen, beziehungsweise vorherzusagen, ob Wirkstoffe dagegen gut sind oder nicht so gut sind. Und zusätzlich spenden IBM, Google, Microsoft und Amazon auch noch Rechenleistung. Wohin, das habe ich leider aus dem Post nicht rausfinden können, das stand da nicht so konkret dabei, einfach ans Weiße Haus. Sie kooperieren mit dem Weißen Haus, stand da irgendwie dabei. Aber ja, wenn Sie das tun, ist schon mal geil und ich nehme an, dass es in die Richtung von Folding at Home geht, wobei Folding at Home an sich auch keine KI ist. Das ist einfach nur ein Algorithmus, der alles brute-forced und alles ausprobiert, was da eigentlich so abgeht. Aber gut, das, wie gesagt, stand nicht dabei und ich freue mich, dass die vier Großen hier das auch tun. Ein weiterer großer Punkt ist natürlich, die Krankheit vorherzusagen. Das heißt, wenn ich jetzt erkranke, also ich als Person, dann könnte eine KI mir sagen, wie die Krankheit bei mir verläuft, also ob ich quasi leicht erkranke und quasi nicht spüre, oder ob ich wirklich schwer erkranke, ins Krankenhaus muss und beatmet werden muss, auf die Intensiv vielleicht sogar muss, und dementsprechend kann man mich schon direkt auf das richtige Bett verfrachten oder mir sagen, hey, bleib einfach zu Hause, bei dir ist nichts Schlimmes. Da wird schon alles wieder gut gehen. Mit ein bisschen Fieber hast du nichts, wo du dir Sorgen machen musst. Und man kann natürlich dann auch im Vorfeld schon Leuten sagen, ob sie zu einer Risikogruppe gehören und zu welcher Risikogruppe sie gehören, wie die Krankheit quasi verläuft bei den Leuten, die sie bekommen. Und wenn ich dann zum Beispiel zu meiner Oma gehen kann und der sagen kann, ey, Oma, schau mal hier. Wenn du Corona kriegst, dann hast du ein Riesenproblem. Ja, bitte bleib zu Hause. Dann ist das vielleicht noch mal ein bisschen mehr überzeugend, als wenn ich einfach nur sage, hey, es könnte sein, dass du ein Riesenproblem kriegst. Und dann bleiben diese Risikogruppen vielleicht natürlich auch öfters mal zu Hause. Aber natürlich auch, wenn sie dann eingeliefert werden, dass man dann gleich weiß, was man tun kann und was vielleicht besonders hilft bei einer Risikogruppe. Da wird auch dran geforscht. Ein weiterer großer Punkt ist der Pandemieverlauf. Das heißt, man möchte Vorhersagen mittels Flugdaten treffen und tatsächlich sagen, wo eigentlich die nächste größere oder der nächste größere Ausbruch fortgeführt wird. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Daten habe, wie der Flugverkehr geht und wie die Patienten von A nach B reisen und wie viele Leute sind da vielleicht auch schon infiziert oder vielleicht auch nicht infiziert, dann kann ich vielleicht sagen, hey, genau an dieser Stelle kommt das nächste große Boom und da kann man dann schon mal Präventionsmaßnahmen treffen. Ist auch sehr, sehr wertvoll. Infektionsketten, genauso ein Riesending. Und die Dinger zu unterbrechen, da arbeitet man ja wirklich extrem dran momentan. Eine sehr große Maßnahme ist natürlich das automatische Testen, das heißt das automatische Erkennen. Da tut man natürlich auch schon alles, was man kann, aber die Tests sind halt einfach nicht so wirklich gut mit KI irgendwie in den Griff bekommbar, ja. Was man aber stattdessen tut, ist, man versucht automatisch die Erkennung bei irgendwas anderem reinzubringen. Also zum Beispiel bei CT-Scans, ja. Wenn ihr in die Computertomographie-Röhre reinkommt, wegen irgendeinem anderen Grund, dann wird auch gleich geguckt, ob ihr Corona habt. Oder was noch ein bisschen anders funktioniert und ja, da sehen wir dann auch schon wieder, es ist ein bisschen gemixte Gefühle dabei. Die Überwachungskameras in den verschiedensten Ländern und zum Teil auch in Deutschland, aber vor allem natürlich in asiatischen Ländern und in Amerika, werden genutzt, um tatsächlich hier mit Hitzekameras rauszufinden, wer hat Fieber, wer hat kein Fieber, beziehungsweise wer hat leichtes Fieber vielleicht und merkt es noch nicht mal. Solche Dinge können dann mit Überwachungskameras rausgefunden werden. Außerdem kann oder nutzt man tatsächlich schon Überwachungskameras zum Überprüfen von Social Distancing Rules. Also sind die Leute wirklich so weit auseinander, beziehungsweise halten sie beim aneinander vorbeilaufen immer den Abstand, den sie eigentlich haben sollten? Tragen die Leute Mundschutz? Auch das ist mittlerweile etwas, was über KI gelöst wird. Und das ist einfach reine Bilderkennung, ja? Das ist tatsächlich etwas, was mit KI wunderbar funktioniert. Und nein, meine Freunde, die Corona-App gehört definitiv hier nicht in die Auflistung rein, weil jegliche Corona-Apps, die benutzen einfach nur deterministische Algorithmen, das sind keine künstlichen Intelligenzen an sich. So,
Dann haben wir noch die Planung von Klinikaufenthalten. Das heißt, es werden wirklich KIs eingesetzt, um rauszufinden, wie lange muss der Patient bleiben. Wobei ihr seht, dass natürlich auch einzelne KIs wieder miteinander zu tun haben. Also wie verläuft eine Krankheit, ist natürlich direkt abhängig davon, wie lange muss der Patient bleiben und was braucht er. Oder kann man vielleicht schon sagen, hey, der Patient, der kann einfach zu Hause bleiben. Oder kann man vielleicht die Klinik auch einfach effizienter organisieren. Das heißt, kann man vielleicht die Betten irgendwie besser anordnen oder ja, Wege besser planen. Da werden auch tatsächlich KIs dazu genutzt. Und zu guter Letzt, beziehungsweise noch nicht zu guter Letzt, wir sind noch nicht ganz fertig, wartet noch kurz ab. Tatsächlich werden KIs eingesetzt, um einige Maßnahmen zu bewerten, also insbesondere eben Quarantäne. Also bringt Quarantäne etwas, um das Ganze einzudämmen, oder bringt es vielleicht gar nichts? Und das bedeutet für euch, es könnte rein technisch möglich sein, dass eine KI bewertet hat, Schulen aufmachen ist okay, da passiert nicht viel, weil Schüler sind eben keine Risikogruppe. Und die KI hat das dann verordnet und dann wurde das halt einfach so beschlossen, weil man eben diesen Ratschlag bekommen hat. Aber was die KI vielleicht nicht betrachtet hat, ist, dass ihr Schüler oder falls ihr jetzt Schüler seid oder die Schüler, sage ich jetzt einfach mal, Kontakt zu ihren Eltern, zu ihren Großeltern haben. Das hat die KI vielleicht einfach nicht berücksichtigt. Also vielleicht blamen wir hier einfach mal die KI und nicht unbedingt nur die Politiker immer. Aber ja, die Maßnahme ist ein anderes Thema. Genau, und das waren jetzt nur so die offensichtlichen Anwendungen. Es gibt noch so viel mehr und ich habe einfach noch ein paar rausgesucht. Wie gesagt, das Lesen von Papern, das ist tatsächlich eine Anwendung, die kann auch helfen, um Corona besser zu verstehen. Das ist einfach unfassbar, wie viele Paper hier in letzter Zeit veröffentlicht wurden. Ich habe irgendwelche Zahlen in den mehreren, also über 10.000 Paper wurden zu Corona schon rausgebracht. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist einfach mehr, als man lesen kann. Also wenn ich ein Paper lese, dann dauert das mindestens einen Tag. Und wenn ich 10.000 Paper lesen soll, dann dauert das mehr als 10.000 Tage. Und die habe ich nicht unbedingt. Das heißt, ja, hier muss man KI einsetzen, beziehungsweise man muss sich irgendwie die Arbeit aufteilen. Und es müssen ja immer Experten sein, die das Thema dann auch verstehen können. Und das ist gar nicht so einfach. Außerdem sind natürlich Fake News extrem problematisch, weil, naja, man versetzt die Bevölkerung einfach in Panik. Es führt dazu, dass manche Leute einfach die Maßnahmen nicht akzeptieren und dann irgendetwas anderes tun. Ich meine, ich habe gelesen, dass in den USA Leute wirklich Bleichmittel gurgeln und Trump hat selbst behauptet, er hat gesagt, es soll sarkastisch sein, aber Trump hat selber behauptet, man soll sich Desinfektionsmittel spritzen, beziehungsweise man soll es untersuchen. Ja, allein die Aussage ist schon mal kritisch und da wäre natürlich eine KI, die mir sagt, hey, das ist Bullshit, wäre gar nicht so schlecht meiner Meinung nach. Auch hier wieder der nächste Punkt, die Akzeptanz und die Reaktion der Öffentlichkeit ist maßgeblich. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon gesehen hat, aber ja, es werden tatsächlich Vergleiche gezogen zu einer Pandemie, die in World of Warcraft im Jahre 2005, soweit ich weiß, ausgebrochen ist. Wird jetzt geguckt, wie sich da tatsächlich die Spieler verhalten haben mit der Pandemie. Die Pandemie war quasi ein kleiner Bug, dazu will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Es war nur so eine Art Virus, das aus einer Instanz ausgebrochen ist, in der es eigentlich hätte drin bleiben sollen. Und das war dann sozusagen ein Bug und die Spieler sind quasi gestorben. Die Low-Level-Spieler, die High-Level-Spieler haben es halt quasi überlebt, wie jetzt eben die junge Bevölkerung. Und daran studiert man aktuell wirklich, wie die Öffentlichkeit einzelne Maßnahmen akzeptiert und bewertet. Also wirklich, wie Quarantänemaßnahmen wahrgenommen werden, wie psychische Verfahren irgendwie verwendet werden, beziehungsweise wie Psychologen plötzlich wichtiger werden, um der Bevölkerung durch diese Zeit zu helfen. Natürlich kommt AI, und hier kommen wir zum vierten Punkt schon, wie AI verwendet wird, um Personal zu entlasten, also Leute, die einfach von morgens bis abends nur noch am Arbeiten sind, um die Pandemie irgendwie einzudämmen. Natürlich im Pflegebereich, im medizinischen Bereich, die Tester, ja, die Leute, die Tests durchführen, das sind auch Menschen, das sind keine Roboter, die euch da quasi untersuchen. Also wenn ihr eine Corona-Probe abgebt, dann sind das Menschen, die da untersuchen, wie es eigentlich um euch steht. Und die sind alle komplett überlastet momentan. Und ja, tatsächlich ist es auch wichtig, dass man Routen effizient und vielleicht sogar KI-gestützt optimiert. Also Optimierungsverfahren sind hoch im Kurs momentan. Denn man versucht hier tatsächlich
intelligente Routen für Paketverteilung zu nutzen. Das heißt, zum Beispiel die Post ist ja auch komplett überlastet momentan, weil viele Leute lieber online bestellen. Was ja auch sinnvoll ist. Denn wenn man online bestellt, setzt man sich nicht der Gefahr von öffentlichen Lebensmittelmärkten aus. Und dementsprechend bestellen mehr Leute online, aber die Post ist überlastet. Also muss die Post optimiert werden. Und dazu kann man auch KI verwenden. Außerdem kann man natürlich auch KI verwenden, um die ganzen, nicht Restaurants, die ganzen Krankenhäuser und Testlabore zu beliefern, weil die brauchen ja auch Reagenzien und Medikamente. Und die müssen auch irgendwie effizient verteilt werden. Und natürlich auch intern. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Unternehmen bin, das was herstellt, dann muss das auch optimiert werden. Und dann natürlich noch zu guter Letzt die Roboter, die die Dinger auch wirklich herstellen. Und ihr seht, das sind alles nur ein paar wenige Anwendungen, ja, die alle irgendwie KI-gestützt besser sein können und optimierter sein können. Aber das große Problem ist natürlich immer noch, irgendwer muss diese ganzen Maßnahmen überhaupt erstmal entwickeln, beziehungsweise erstmal finden. Ihr seht, die sind nicht alle so direkt rauslesbar, was da gebraucht wird. Man muss diese Maßnahmen irgendwie erkennen, man muss eine Lösung schaffen, man muss Daten akquirieren. Ihr wisst, KI ist immer datengetrieben. Und dann muss man das auch noch entwickeln und dann auch wirklich noch anwenden. Und das alles in dieser kurzen Zeit. Ich muss sagen, ich bin absolut fasziniert, was in dieser kurzen Zeit wirklich passiert ist. Und ja, das alles nur durch so eine, also nur in Anführungsstrichen wieder mal, durch so eine Pandemie, die hier tatsächlich wirklich was auslöst, was wahrscheinlich nachhaltig noch sehr krasse Veränderungen haben wird. Ja. Das war's schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat dieser Rundumschlag gefallen. War ein bisschen anderes Video heute. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles in der Beschreibung und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.